Resilienz für mich bedeutet einfach die Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse. Als Beispiel für mich ist die Tomatenpflanze. Warum die Tomatenpflanze? Die Tomatenpflanze fängt ganz klein an, wächst über ihr Leben draußen in der Natur. Es regnet, es gewittert, es stürmt, es strahlt die Sonne drauf und im Wind zum Beispiel bewegt sie sich nach links und rechts, nach vorne und hinten und muss standhaft bleiben und kann nicht einfach umknicken. Mhm. Sie wird immer größer, in dem Prozess wird auch ihr Stamm immer dicker. Irgendwann kommen dann große Herausforderungen auf sie zu. Das sind die Tomaten, die an ihr wachsen, wodurch sie immer schwerer wird. Und wenn dann der Wind kommt, muss sie trotzdem noch standhaft bleiben und kann nicht einfach umknicken. Manchmal ist der Wind aber viel, viel zu stark und eine zu große Herausforderung für sie. Und dann muss sie sich auch Unterstützung von außen holen, zum Beispiel durch Rankhilfen, an denen sie sich festklammern kann und trotzdem noch standhaft bleiben kann. Das heißt, die Tomatenpflanze als Metapher für einen Menschen und die Rankhilfe als Metapher für die Schutzfaktoren im Sinne der Resilienz. Sowas wie soziale Unterstützung, sowas wie Lösungsorientierung, wie gehe ich jetzt mit dem Wind am besten um, wenn man bei der Tomatenmetapher bleiben möchte. Ganz genau. Also die Rankhilfe stellt dann einfach diese Tools dar, welche man hat, auf die Schublade, die man öffnet, auf die man zugreifen kann, wenn einem mal alles zu viel wird, was man weiß, das funktioniert und das ist einfach für mich die Rankhilfe am Schluss. Okay. Es geht schon so ein bisschen in die Baummetapher-Richtung, was ja eine ganz, ganz arg bekannte Metapher für Resilienz ist. Dieser große Baum, wo man denkt, oh Gott, wenn da jetzt irgendwas gegenfällt, kippt der Baum direkt um, der aber trotzdem über Jahre weiter wächst und sich immer mehr Panzerung zulegt, dass er am Ende auch bei Sturm- und Orkanböen bestehen kann. Ganz genau. Es ist das Gleiche wie die Tanne, wenn der Wind kommt und sie sich nach links bewegt und man denkt schon, die bricht jetzt sofort um die Tanne, aber am Schluss hört der Wind irgendwann auf und sie steht wieder wie eine Eins da. Exakt. Was bedeutet für dich Resilienz? Für mich ist es nicht wie eine Pflanze, sondern eher wie so eine kleine Schildkröte mit ihrem Panzer. Und als Babyschildkröte steht sie irgendwie vor der Herausforderung, dass sie ganz schnell ins Meer krabbeln muss, ohne dass eine Möwe, ein Vogel, was auch immer, die kleine Babyschildkröte frisst. Einfach wegschnappt. Einfach wegschnappt. Aber sie krabbelt trotzdem immer weiter und hat sich irgendwie über die Jahre einen immer dickeren Panzer zugelegt, der sie dann vor äußeren Faktoren wie der Möwe jetzt in dem Beispiel schützt. Und sie krabbelt halt stetig immer weiter, auch wenn sie nur langsam vorankommt, krabbelt sie immer weiter zum Meer, ins Meer und in ihrem Leben immer weiter und ist immer gewappneter gegen alle Einflüsse von außen und kann damit dann natürlich durch jede Krise irgendwie weiter krabbeln und kann dann ja auch unglaublich alt und unglaublich gut leben. Und der Panzer ist auch einfach ihr Schutz, weil sie kann sich ja auch in den Panzer ja dann zurückziehen, oder? Mhm. Okay. Sagen, dass es der Lieblingsfilm von meiner Mama ist, Forrest Gump, weil der fängt ja, damit an, direkt eine der ersten Szenen ist ja, wie Forrest quasi laufen lernt. Das glaubt ihr bei ihm nicht von Anfang an direkt, sondern er trägt diese Beinschienen. Und ist total happy, dass er jetzt endlich laufen kann und freut sich und läuft, ich glaube, von der Schule nach Hause. Und dann kommen so ältere Jungs mit ihren Fahrrädern und fangen eben an, ihn zu ärgern wegen dieser Beinschienen. Mhm. Und statt sich von diesen Jungs aber fertig machen zu lassen und zu sagen, okay, ist mir irgendwie alles zu doof, ich schäme mich jetzt irgendwie dafür oder ich laufe nicht mehr, ich gehe nicht mehr zur Schule, wie auch immer, fängt Forrest Gump halt an zu laufen und über den Film hinweg macht er ja immer weiter unglaublich gute Sachen. Er wird ja Weltmeister im Tischtennis, im Sport, wo du dich ja auch hin und her, wo viel Bewegung aus der Hüfte, aus den Beinen kommt und rennt dann ja auch wochenlang irgendwie durch die Gegend und entwickelt sich so von diesem kleinen Jungen, der irgendwie glücklich ist über diesen Zustand, dass er laufen kann und von den anderen Kindern dafür geärgert wird, aber er lässt sich davon nicht unterkriegen. Er geht aus dieser Erfahrung, aus dieser Krise, wenn man das sagen will, gestärkt heraus und schafft danach großartige Dinge und er geht daraus gestärkt hervor. Deshalb ist dieser Film für mich eigentlich so das Sinnbild der Resilienz, diese ganze Handlung verkörpert für mich, wie erfolgreich man durch Resilienz eigentlich sein kann. Weil an sich geht es ja um einen kleinen, schwachen, kranken Jungen, der über sein Leben große Herausforderungen gegenüberstehen muss. Das ist ja seine Krankheit mit dem Bein, das ist der Krieg, in dem er war und auch verlorene Freunde, welche in seinem Leben waren, wo er dann gestärkt hervorgeht und am Schluss wirklich ein großes, erfolgreiches Leben hat.
Genau. Und ich glaube, man kann sagen, dass Resilienz, eigentlich auch wenn man das nicht so in den Fokus rückt, weil Resilienz ja erst ein Wort ist, was so in den letzten Jahren, gerade auch durch die Pandemie zum Beispiel, groß geworden ist. Das ist aber eigentlich, dass man sich, wenn man sich Filme allen Genres anguckt, dass Resilienz eigentlich immer eine Rolle spielt. Dass die Charaktere durch irgendwelche Krisen gehen müssen, um dann am Ende als Helden gestärkt daraus hervorgehen können. Gerade so in Filmen ist Resilienz ein super großes Thema. Aber ich glaube auch, dass in Büchern Resilienz oftmals vorkommt, sowohl so in fiktionalen Büchern als auch in verschiedenen wissenschaftlichen Büchern. Muss ich kurz überlegen, weil tatsächlich würden mir eine Handvoll Bücher einfallen, aber für mich persönlich das wertvollste Buch ist ein Buch wirklich, wo Tools drinstehen, Methoden drinstehen, welche mich auch persönlich unterstützen. Das ist das Buch 4 Wege zu mehr Resilienz von Persolog. Also tatsächlich steht relativ bald sogar schon ein Event an. Das ist am 21. März, gibt es den Tag der Resilienz. Hier werden einem nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern man kann seinen eigenen Resilienz-Check machen, wodurch man seine eigene Widerstandsfähigkeit kennenlernt und gleichzeitig erhält man noch verschiedene Tools, Wissen, welches man in seinem täglichen Leben integrieren kann, wodurch man seine Resilienzfähigkeit stärken kann. Deswegen meine Empfehlung, kommt am 21. März zu unserem Live-Online-Event Tag der Resilienz.